Manchester, wave. Hallo an alle Leute hier in Manchester. Hallo an alle Leute in Manchester. Und wie viele Leute haben wir online? Wir haben um die 60 Leute online. Und es gibt ein Retreat in Deutschland, in Vimaladhatu, ein Zufluchtsretreat mit einem, mit dem Thema, was ist der Orden? Und ihr hört alle zu. Sagen wir ein Hallo den Leuten in Vimaladhatu. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wir haben auch einige großzügige Übersetzerinnen. Wir werden in Spanisch und in Deutsch übersetzen. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Internationalen Frauentag benutzen, um auf die besondere Besonderheit von Triratna hinzuweisen, dass wir seit so vielen Jahrzehnten nun eine gleichwertige Ordination von Frauen und Männern haben. Und wir möchten auch erzählen über die Entwicklung von Retreat-Zentren für Frauen in der Zeit. Wir haben einen Stargast online. Darüber freuen wir uns sehr. Und ich freue mich sehr, das mit Subhadramati zu machen. Sie hat schon gestern Abend hier in Manchester einen sehr schönen Abend geleitet. Und dabei hat sie viele der Qualitäten demonstriert, die ich in ihr so schätze. Ihre Freude, ihre Überschwänglichkeit, ihre Weisheit und ihr Wunsch, Frauen auf ihrem Dharma-Pfad zu unterstützen, mit Großzügigkeit. Ich möchte ein bisschen über Subhadramati erzählen. Sie hat in ihren frühen 20ern angefangen, bei Triratna zu praktizieren in London. Sie hat in rechten Lebenserwerbssituationen gearbeitet, in verschiedenen WGs gelebt, in London und Dublin. Sie war Mitra-Koordinatorin am LBC, London Buddhist Center, für 14 Jahre. Und vor kurzem ist sie aufs Land gezogen und sie lebt jetzt in Triratna Loka, in unserem Retreat-Zentrum für Frauen. Wir sind sehr froh, sie heute hier zu haben. Ich gebe das Mikrofon weiter an sie. Applaus für sie. Vielen Dank, Karunatara, für deine liebe Einführung. Ich freue mich, hier zu sein in Manchester. Ich möchte euch auch sehr herzlich willkommen heißen. Ich möchte auch alle sehr herzlich willkommen heißen, die jetzt über Zoom dabei sind, vor allem ein ganzes Retreat in Deutschland, wie wir gehört haben. Und manche werden das erst später in der Zukunft auf YouTube sich anschauen. Ich möchte ein bisschen zur Einführung in diesen Nachmittag erzählen, bevor wir von anderen hören. Unser Triratna-Orden wurde vor langer Zeit 1968 gegründet von Bhante Sangharakshita, unserem Gründer und Lehrer, und ist nun ein weltweit operierender Orden und eine Gemeinschaft. Und eine der wunderbaren Sachen daran ist, dass von Anfang an es eine gleichwertige Ordination für Frauen gab. Die allererste Person, die in unseren Orden aufgenommen wurde, war eine Frau. Und das war eine sehr innovative Sache. Zu der Zeit war das so etwas Besonderes, dass es in die englischen
Zeitungen geschafft hat, dass eine Frau ordiniert werden kann, mit dem gleichen Rang, der gleichen Position wie Männer. Das ist es, was wir heute feiern. Und ich möchte ein bisschen darüber sagen, wie es dazu kam. Und wir werden von einigen Rednerinnen hören über die Vergangenheit und wir werden auch ein bisschen über die Zukunft hören. So I'm actually going to start not all those years ago, but I'm actually going to start with something quite recent. Ich möchte mit etwas beginnen, was erst vor relativ kurzer Zeit passiert ist, 2018. 50 Jahre nach der Gründung unseres Ordens ist Bhante Sangharakshita verstorben. Viele von uns waren bei seiner Beisetzung in Adisthana. Andere haben vielleicht Fotos davon gesehen. Und eine Sache, auf die ich eure Aufmerksamkeit errichten möchte, ist Bhantes Sarg, der nun natürlich beerdigt wurde. Er war aus Karton und er war himmelblau angemalt mit einer Wolke darauf abgebildet, die herabregnet auf ganz viele Pflanzen. Und das ist sehr bedeutungsvoll. Der Sarg wurde nicht nur deswegen angemalt auf diese Weise, weil das ein schönes Bild ist, sondern weil das eine wichtige alte buddhistische Parabel darstellt, nämlich die Parabel von der Regenwolke aus dem Weißen Lotus Sutra. Dies war eine der Lehren, die Bhante Sangharakshita ganz besonders gewertschätzt hat. Und die Geschichte von dieser Regenwolke ist, dass die Wolke, die anfängt zu regnen nach einer langen Trockenheitsphase, nach einer Dürre, die ganze Freude, die Menschen empfinden, wenn der Regen einsetzt. Es ist ein Symbol von Wachstum, von Leben. Und in dieser Parabel steht die Wolke für den Dharma. Alle Wesen, alle Lebewesen möchten wachsen, möchten sich entfalten wie eine Pflanze, möchten über sich hinaus wachsen. Das ist der erste Teil dieser Symbolik. Der Regen ist genau wie die Sonne ganz unparteiisch. Der Regen fällt nicht auf die einen und lässt die anderen aus, sondern wenn es regnet, regnet es auf alle Pflanzen. Und diese eine buddhistische Begrifflichkeit für diese unparteiische Seite des Dharma ist Ekarasa, der eine Geschmack des Dharma. Und obwohl es der eine Dharma ist, der auf alle Wesen fällt, wächst jedes Wesen, wächst jede Pflanze nach ihrer eigenen Natur. Und ebenso ist das, wenn wir dem Dharma begegnen und diesem Dharma erlauben, uns zu durchtränken, uns zu nähren. Jede von uns wächst auf ihre eigene Art und Weise. Wir alle werden lebendiger, aber auf unterschiedliche Weise. Dafür stand das Bild auf Sangharakshitas Sarg, diese wichtige dharmische Lehre. Wenn wir zurückgehen zu Bhantes frühem Leben, er erkannte, dass er ein Buddhist war, als er 16 war. In seinen frühen 20ern war er in Indien und versuchte ordiniert zu werden als Mönch. Und ich habe vor kurzem noch einmal seine Memoiren gelesen. Und es gibt diese interessante Passage, wo er versuchte, ordiniert zu werden. Und er kam zu einem Kloster und dann gab es einige Frauen, die ganz aufrichtig am Praktizieren waren. Sie
studierten den Dharma, sie übten die Vorsätze, aber sie wussten, dass sie niemals ordiniert werden konnten. Und das war, weil die Tradition der Frauenordination schon vor Jahrhunderten ausgestorben war. Was diese Frauen taten, abgesehen von Dharma-Studium, ist, dass sie für die Mönche kochten und putzten. Und eine von ihnen, Mutter Vipassana, die älteste dieser Frauen, sie und Bante, der gerade erst Anfang 20 war, haben eine echte Freundschaft geknüpft. Und schon damals, lange, lange bevor es auch nur einen Gedanken gab, dass jemals der Triratna-Orden entstehen würde, merkte Sangharakshita schon, dass dieser Zustand, dass Frauen nicht ordiniert werden konnte, überhaupt nicht in Einklang war mit dem Dharma. Im Gegensatz standen zu dieser Lehre von der Dharma-Wolke, der Regenwolke, die auf alle Wesen regnet. Er hatte das Gefühl, dass es eine künstliche Hierarchie war, in der manche Menschen ordiniert werden können und andere nicht. Zum Zeitpunkt, als er Triratna gründete, erkannte er, was er wirklich glaubte. Und was er glaubte, war, dass das Primäre, das an erster Stelle stand, war die Zufluchtnahme zu Buddha, zu Dharma und zum Sangha. Eine Entschlossenheit, Zuflucht zu nehmen zu diesen drei Juwelen. Das ist es, was das Primäre ist. Wir sehen, wenn wir Zuflucht nehmen, eine Vision der Wirklichkeit. Und diese Vision ist so groß, dass wir gar nicht anders können, als uns ganz hinzugeben. Ordination ist dieser Akt des sich ganz Hingebens. Und Sangharakshita hat gesagt, es geht nicht darum, in irgendetwas einzutreten. Triratna, wir sind ein Orden, wir sind kein Verein oder kein Club. Und wenn wir diese beiden Dinge zusammenbringen, also dieses Prinzip von Leben und Wachsen und dass alle Wesen dieses Potenzial haben, und weil Zufluchtnahme diese Entschlossenheit das Allerwichtigste, das Primäre ist, war es für Bante ganz selbstverständlich, als er den Orden gründete, dass natürlich Frauen ordiniert werden konnte, gleichwertig. Das war keine Frage von soziopolitischer Art. Es lag einfach in der Natur der Sache. Natürlich konnten Frauen ordiniert werden. Und selbstverständlich würde diese Ordination vollkommen gleichwertig sein. Es ist also keine politische Frage. Es hat nichts mit Egalitarismus zu tun. Es ist viel einfacher, viel tiefer. Und wir alle sind Früchte davon. Ich und all die Sprecherinnen, die wir heute hören werden, sind Früchte von dieser Entwicklung. Das war eine Skizzierung der Prinzipien, die dahinter liegen, aber jetzt werden wir von unseren Rednerinnen hören, wie hat sich das in der Praxis entwickelt? Wie ist das in der Praxis umgesetzt worden? Wie ist es in den letzten 50, 60 Jahren? Wie hat es sich entwickelt und wie wird es sich weiterentwickeln? Die erste Sprecherin, die erste Rednerin, von der wir hören werden, ist Dayanandi. Sie war ein Mitglied unseres Ordens seit 1986. Sie selbst hat viele Ordinationen durchgeführt. Und wir haben sie deshalb gebeten, heute zu uns zu sprechen, weil sie eine der Gründungsmitglieder war, eines Retreatzentrums, was es noch immer gibt, was noch immer erblüht, nämlich Taraloka. Von dem, soweit wir wissen, war das das erste buddhistische Retreatzentrum für Frauen in der ganzen Welt. Willkommen, Dayanandi. Und ich übergebe die Übersetzung jetzt an Jessica. Könnt ihr mich hören?
Even better. Yeah, lovely to see everybody and thank you, Subhadra. Schön, euch alle zu sehen und vielen Dank für die Introduktion. So I'm going to talk quite personally actually about, ich werde sehr persönlich sprechen über was wie es dazu kam, Paraloka Frauen Retreat Zentrum aufzubauen. Wir waren das erste Retreat Zentrum für Frauen, das auch von Frauen geleitet wurde. Und das ist sehr, sehr einzigartig. Ich werde einfach reingehen. Ich bin dem Dharma begegnet in 1979, im Alter von 25. Ich war Architektin, habe als Architektin gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Als ich dem Dharma begegnet bin, habe ich mich sofort verliebt. Es kam natürlich zu mir. Und als ich ein Retreat gegangen bin, und als ich auf dem ersten Retreat war, hatte ich eine sehr positive Erfahrung. Es war die Option, einfach rauszugehen in eine andere Landschaft. Als ich in meiner Meditation tiefer ankam, was mich sehr inspirierte zu dem Zeitpunkt, und ich hatte das Gefühl, mich selbst zu finden und die Liebe zur Meditation zu finden. Das gab mir auch mehr die Gelegenheit, zu mir zu finden. Und das war sehr aufregend zu dem Zeitpunkt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in einem Retreat-Zentrum leben könnte, mit anderen Frauen zu dem Zeitpunkt. Es gab keine Retreat-Zentren für Frauen zu dem Zeitpunkt. Es gab nur diese Jugendherbergen oder größere Schulen. Und man musste immer alles mitnehmen, alles aufbauen, alles, was benötigt wurde, die Möbel zurechtrücken. Und es war unglaublich viel Energie, was investiert werden musste, um eine gewisse Atmosphäre aufrechtzuerhalten und alles aufzubauen. Da hingen auch oft so komische Bilder, die man dann abhängen musste oder überhängen musste mit Stofftüchern. Man musste sehr kreativ sein, um eine gewisse Atmosphäre aufzubauen. Und beim nächsten Mal musste man woanders hingehen und es war wieder viel Arbeit. Man konnte auch keine gemeinsame Gemeinschaft aufbauen unter Frauen zu dem Zeitpunkt, keinen wirklichen Sangha unter Frauen. Es war, als ob man nicht gemeinsam etwas aufbauen konnte, eine Art Mystik oder Geschichten. Und das war schwierig. Also weiter geht zu 1984, da war ich ein Zufluchtsmütter. Ich habe meine Arbeit als Architektin aufgegeben, um in einem rechten Lebenserwerb mit anderen Frauen, anderen buddhistischen Frauen in einem Bioladen zu arbeiten, in West London. Und eines Tages kamen drei Frauen zu unserem Zentrum, die uns diese Vision eines Frauen-Retreat-Zentrums vorstellten und die dafür Geld sammelten. Und ich war sehr inspiriert und wollte denen folgen.
Und ich hatte diesen Wunsch, ich wünschte, ich könnte da teilnehmen und könnte da mitmachen. Ich wollte dieses Projekt unterstützen. Es schien sehr wichtig. Und dann dachte ich, naja, warum fragst du nicht einfach? Mit einer Freundin habe ich gesprochen und sie sagte auch, frag einfach. Also, dann bin ich da hingezogen tatsächlich und bin auch direkt 1986 ordiniert worden. Also nach meiner Ordination wollte ich dahin, bin ich da hingezogen. Das war ein weißgekalktes Bauernhaus in einer sehr flachen Landschaft, das sehr öd aussah, und das wirkte gar nicht so nach einem Retreat, wie ich es mir vorgestellt hätte. Aber zurück zu meiner Ordination, da war Sangadevi die Vorsitzende und diejenige, die das Projekt leitete. Sie hatte mich vorgewarnt. Sie meinte, du musst machen, was wir machen, dich voll reingeben und alles geben, was du kannst, und nicht erwarten, dass das ein Retreat wird, die ganze Zeit ein Retreat ist. Also es waren viele Hände nötig, um wirklich viel Arbeit zu machen. Und das, dieses halbverfallene Bauernhaus aufzubauen, umzumodeln. Ich hatte das Gefühl, nichts kann mich stoppen. Ich war voll inspiriert. Also ich fand dieses weiß gekachelte, gekalkte Bauernhaus vor, mit einem Ziegelhaus, Stall, Ziegelhausstellen. Also man hat da geschlafen auf Matratzen, auf irgendwelchen Pappböden. Und das waren auch die ersten Retreats, die da stattfanden, so Arbeitsretreats. Es gab keinen Garten, es war alles total überwuchert. Man konnte nichts vorstellen, was daraus werden könnte, dass überhaupt was werden könnte. Aber Frauen haben sehr, sehr hart gearbeitet, waren sehr müde, erfordert teilweise und sehr körperlich hart. An der Grenze. Elektrik musste gemacht werden, der ganze Beton musste rausgehievt werden, Betonboden. Und das haben alles Frauen gemacht. Die Frauen, die da lebten und die Frauen, die ehrenamtlich arbeiteten. Es war sehr, sehr großartig, das zu beobachten. Also als ich das erste Mal ankam, ich erinnere mich, ich saß da und bereitete einen Vortrag vor. Und das war direkt nach meinem Ordinationsretreat. Und ich saß da und habe das gemacht. Aber direkt nach dem Retreat, was sehr schön war, Sangadevi und andere Frauen waren wirklich sehr, kamen auf sie zu und meinten, sie sind sehr müde und mit den ganzen Aufbauen und sie wollten weggehen auf Solitary und sagten, ja, du musst jetzt hier bleiben als Verstärkung. Und denn wir müssen die Retreats weiterleiten. Und das war Retreats, die geleitet werden mussten während der Winterzeit. Und das waren nur noch 3,5 Monate. Also wir mussten das Dach machen, wir mussten Schiefer anbringen, das Dach reparieren. Wir mussten die Böden abdecken, die Elektrik. Und 3-4 Leute, Frauen von uns, waren da, die das machen konnten.
Sie waren alle froh, dass sie eine Architektin unter sich haben, aber dass die Realität sieht doch ganz anders aus. Als Architektin ist es, sieht es alles sehr einfach aus, wenn man zeichnet, aber das in die Praxis umzusetzen, ist doch sehr viel anders und sehr schwierig. Und meine Standards, die dass ich als Architektin hatte und beim Zeichnen, ist sehr niedrig gegangen in dieser Zeit. Also was sehr hilfreich zu dieser Zeit war, war ein Buch, Reader's Digest, über wie man Häuser repariert. Und das war sehr praktisch zu dieser Zeit, was ich sehr oft gelesen habe. Eines der Highlights, ich hatte bei dem Aufbau, war das Anbringen von über die kann ich leider nicht übersetzen, tut mir leid. Also die Elektrik zu machen war sehr herausfordernd. Aber da war eine Frau, die war Schreinerin und Elektrikerin und die hat das alles auch sich darum gekümmert. Und sie hat mir sehr viel gezeigt, wie man die Dinge macht. Und sie hat die ganzen Lichter angebracht und hat mir auch gezeigt, wie man das macht, wie man das angeht. Und ja, und tatsächlich, dass die Lichter im Speiseraum habe ich gemacht. Und es hat funktioniert, ja. Aber es war doch sehr herausfordernd, gerade mit der Elektrik. Also im Grunde haben wir wirklich jeden Pfennig gespart, dass wir bekommen haben oder verdient haben. Wir konnten uns kaum was leisten. Also es gab keine Eier, kein Käse, kein Tofu. Die Geschichte geht so, dass, oder was oft erzählt wird, ist, dass Ratnasuri so großzügig war und ihre Rente mit 4 Frauen geteilt hat. Also sie hatte eine Rente bekommen zu dem Zeitpunkt und hat dieses geteilt. Das war quasi das Taschengeld zu dem Zeitpunkt. Aber die haben damit aufgehört, als ich dazu kam. Es wurde sowieso nicht erwartet, dass man irgendwo hingeht und irgendwas erlebt. Wir hatten nur ein Auto zwischen uns. Wir hatten kein TV, kein Fernseher. Es war wirklich sehr herausfordernd. Und ich war auch recht einsam. Ich war sehr inspiriert, in Taraloka zu sein. Und generell war das jetzt jedoch so, dass wir als kleine Gemeinschaft dann doch die Arbeit gemacht haben und dann jede für sich in ihr Zimmer gegangen ist, um sich auszuruhen. Und daher war ich doch recht einsam und ich war auch nicht immer sehr glücklich. Ich habe realisiert, dass ich tief im Inneren doch sehr glücklich war, weil ich ermutigt wurde, meine Stärken herauszufinden. Es wurde nichts erwartet von mir. Ich konnte meine eigenen Stärken herausfinden und wurde auch ermutigt. Aber es war schon schwierig, ja, die eigenen Bedürfnisse zurückzustecken. Ich wollte mich mehr Meditation widmen und auch Meditation unterrichten, aber diese Retreats wurden nicht benötigt oder ich war nicht dafür vorgesehen, diese Retreats zu leiten, sondern eher die generellen Retreats im Sommer und im Winter, die mehr interaktives
befürworteten. So musste ich doch nicht mehr der Meditation, von der Meditation weggehen und mehr nach außen agieren. Was hat uns durch diese Schwierigkeiten geholfen? Ja, das war diese Vision, die wir geteilt haben, dass wir sehen konnten, was wir machen, für wen wir das machen. Und wir haben natürlich auch viel Unterstützung und Hilfe von außen bekommen. Und es war auch immer sehr, sehr bereichernd, die Frauen zu sehen, die auf Retreat waren und die, ja, wie unglaublich bereichernd es für die war, und glücklich da rausgegangen sind. Suddenly from there being maybe three or four retreats a year that women could go on, there was a retreat that also, wo es vorher vielleicht so 3-4 Retreats im Jahr waren für Frauen, waren auf einmal wöchentlich Retreats, die stattfanden für Frauen. Frauen konnten ja wirklich so oft auf Retreat gehen, wie sie wollten und ihre Praxis vertiefen. Und Ordinationsretreats, die auch zu dem Zeitpunkt teilweise stattfanden. Und auch der Fakt, dass Frauen sich nicht auf Männer zurückziehen konnten oder sich auf Männer verlassen konnten oder auf Männer zurückgreifen konnten für deren Hilfe, hat es uns doch mehr unabhängiger gemacht. Wir realisierten für uns, dass wir doch mehr machen konnten, als wir gedacht hätten. Contrasting to, you know, going to you know, a youth hostel or a school and setting it up and losing energy. Doch ein kompletter Kontrast zu dem, wie es früher war mit den Jugendherbergen und den größeren Schulen, wo wir vorher Retreats gemacht haben, und wo so viel Energie drauf ging. Und jetzt in Taraloka war das so, dass die ganze Energie in diese Retreats reinging, in Taraloka, und dass es dort quasi das zusammenkommen konnte, dass Mythen und Geschichten dort verbleiben konnten und dass man darauf zurückgreifen konnte, wenn man wieder zurück auf Retreat ging und dass es wachsen konnte und eine gewisse Atmosphäre dadurch erschaffen werden konnte. Und selbst Frauen, die jetzt nicht kommen konnten, die wussten, dass es da ist, dass es diese Möglichkeit gibt, nach Taraloka zu kommen, an dem gleichen Ort, immer wieder. Ich würde mir wünschen, es gäbe noch mehr Plätze, noch mehr Orte wie Taraloka in andere Länder oder in Deutschland oder in England, also mehr Retreat-Zentren, die von Frauen aufgebaut wurden und auch geleitet werden. Also ich glaube, die tiefsten Freundschaften, die ich tatsächlich auch aufgebaut habe, die waren die Freundschaften, die ich in Taraloka aufgebaut habe oder gefunden habe. Also für Leute, die schon mal in Taraloka waren, die wissen, wie wunderschön das ist. Und es ist kaum zu vergleichen mit dem, wie es am Anfang war. Es ist sehr mit viel Liebe gebaut worden, mit viel Liebe umsorgt worden und es entwickelt sich immer weiter. Und das ist sehr inspirierend, dass es diesen Ort gibt. Vielen Dank also an alle, die mitgeholfen haben. Thank you very, very much indeed, Diane Andy. Herzlichen Dank, Dayanandi. Vieles von dem, was du erzählt hast, habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Es ist so toll, diese Geschichten zu haben, die wir erzählen aus unserer Gemeinschaft, von der Inspiration. Und deine Inspiration ist sehr spürbar. So, our next speaker is Dharmadina. Unsere nächste Sprecherin ist Dharmadina.
Dama Dina war 1973 ordiniert und sie ist über Zoom dabei. Wir sehen sie jetzt gleich auf dem Bildschirm. Sie ist jetzt in London in ihrer WG, Samaya Kula, wo sie mit 11 anderen Frauen lebt, querbeet altersmäßig, von manchen in ihren 20ern bis einigen in ihren 70ern. Dama Dina ist eine unserer langjährigsten Ordensangehörigen, wirklich eine unserer Älteren. Sie hat sehr, sehr viele Ordinationen durchgeführt. Ich bin ganz besonders froh, dass wir Dama Dina heute bei uns haben, denn sie war eine der Gründungsmitglieder vom Tiratnaloka Retreat Zentrum, unserem ersten Ordinationstrainingszentrum für Frauen in Triratna, möglicherweise sogar in der Welt. Herzlich willkommen, Dama Dina. Thank you, Subhajamati. Subhajamati suggested to me that I talk about what inspired the Tiratnaloka project. Subhadramati hat mich darum gebeten zu erzählen, was die Inspiration hinter Tiratnaloka war, was die Schwierigkeiten waren und Herausforderungen und welche Wirkung Tiratnaloka auf unsere Gemeinschaft hatte und was meine Wünsche für die Zukunft sind. Wir haben Tiratnaloka im Spätsommer, früh im Herbst 1994 gegründet. Wir haben hart gearbeitet und konnten noch im selben Herbst unser erstes Retreat dort durchführen, aber es hat uns 5 Jahre Vorarbeit gekostet, um zu diesem Punkt zu gelangen. Es ist sehr schön, von Dayanandi zu hören über Taraloka. Ich glaube, dass ich sogar eine der war, die das erste Retreat geleitet habe in Taraloka im Herbst 85. Und das war 9 Jahre, bevor Tiratnaloka sein erstes Retreat abhielt. Wie wir vielleicht schon gehört haben, ist, dass in Taraloka sehr viele verschiedene Arten von Retreats stattgefunden haben, aber unter anderem fanden dort auch Retreats statt zur Vorbereitung auf Ordination. Und es war ein Team von Ehrenamtlichen, die diese Retreats geleitet hat. Oft kam auch Urgyen Sangharakshita-Bante dazu. Und es ist interessant, sich zu erinnern, wie diese Retreats damals waren. Es waren Auswahlretreats. Das heißt, das Team lud Frauen zu diesem Retreat ein. Das war ein Retreat von einem ganzen Monat. Und während dieses Monats wurden einige Frauen ausgewählt für ein 2-Wochen-Retreat ein paar Monate später. Und von diesen Frauen wurden dann wieder einige ausgewählt für das Ordinationsretreat etwas später, was von Sangharakshita geleitet wurde. Das war ein gutes Projekt. Es hieß, dass mehr Frauen ordiniert werden konnten. Aber für diejenigen, die nicht ausgewählt wurden, die nicht ordiniert wurden, war das natürlich eine schmerzhafte Erfahrung. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht an den Retreats beteiligt, aber ich hatte Freundinnen am LBC Mitras und einige von denen waren auf diesem Monatsretreat und wurden nicht ausgewählt, wurden nicht ordiniert oder vielleicht erst ein Jahr später. Und ich habe wirklich mitbekommen, wie schwierig das für sie war. Und das Team war ein Team von Ehrenamtlichen. Das heißt, sie konnten nicht wirklich viel Unterstützung den Frauen zwischen den Retreats bieten. Als ich mein Studium abgeschlossen habe, ich war zu dem Zeitpunkt an der Uni, wurde ich eingeladen, bei einem dieser einmonatigen Retreats 1990 teilzunehmen im Team. Es war ein super Retreat. Einige der Leute im Team waren gute Freundinnen von mir. Aber wir haben überlegt und wir haben gemerkt, oh, wir müssen etwas ändern. Was wir machen, ist gut, aber für manche ist es schwierig. Wir merkten, es ist wichtig, dass wir eine Kontinuität, eine kontinuierliche Ausbildung für Ordinationsvorbereitung für Frauen entwickeln können. Und erst dachten wir, wir können Taraloka dafür nutzen, wir könnten Taraloka verwandeln in ein Ordinationsretreatzentrum.
Aber wir haben schnell beschlossen, das wäre eigentlich schade. Nein, wir sollten ein separates Retreat-Zentrum gründen, speziell für die Vorbereitung von Frauen auf Ordination. Und das war eine große Entscheidung. Anjali, Samata und ich selbst waren diejenigen, die sich da verpflichtet haben, das ins Leben zu bringen. Und wir nahmen also dieses Projekt in Angriff. Wir zogen zusammen, wir haben ein Haus in der Nähe von Charaloka angemietet. Und dann konnten wir das Projekt in Angriff nehmen. Es ist wahrscheinlich schwierig für viele von euch, sich vorzustellen, wie das damals ablief, wie eine Immobilie zu suchen. Das war die Zeit vor dem Internet. Es gibt ein Leben vor dem Internet, sogar vor Handys. Das war eine unserer ersten Herausforderungen. Wir hatten eine kleine WG. Wir hatten ein Festnetztelefon für uns Fünfe, sowohl für Privates als auch für unsere Arbeit. Es gab für Notfälle noch irgendwie eine Telefonzelle in der Nähe, wenn man wirklich dringend ans Telefon musste und das besetzt war. Also kein Internet. Und ich glaube, wir hatten einen ganz alten Computer und einen Drucker. Also das war nicht einfach. Heutzutage, wenn man eine Immobilie sucht, geht man ins Internet. Aber damals war das nicht so. Wir mussten zu Maklern gehen, beschreiben, was wir suchten. Und dann hatten wir Angebote auf Papier. Also unsere WG war voller Kartons, die überall rumstanden, mit Immobilienangeboten auf Papier. Und die mussten wir durchgehen. Wir mussten einschätzen, ob das für uns angebracht sein könnte und uns entscheiden, welche davon wir anschauen wollten. Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und sind quer durchs ganze Land gefahren und haben uns Immobilien angeschaut. Während der Zeit haben wir weitere Retreats geleitet. Wir waren auch am Fundraisen und wir waren dabei, eine Immobilie zu suchen. Also es war ein sehr volles Leben. Ein bisschen verrückt im Rückblick, aber auf gute Weise verrückt. Also das war eine der Herausforderungen, all diese Sachen gleichzeitig zu tun. Eine andere Herausforderung war, dass wir kaum Geld hatten. Während Samata war eine tolle Fundraiserin. Sie ist nach Charaloka 1991 gezogen. Charaloka war immer sehr unterstützend unserem Projekt gegenüber. Und ich erinnere mich, wie aufgeregt sie war und auch wir alle waren, als sie ihren ersten Scheck bekommen hat mit einer Spende von 20 Pfund für das neue Retreat-Zentrum. Wenn man auf der Suche nach einer Immobilie ist, ist eine der herausfordernden Sachen, ist, dass man sich immer wieder vorstellen muss, dass man an diesem jeweiligen Ort wohnen würde. Also wir guckten uns eine Immobilie an und überlegten, könnten wir hier leben? Wie wäre das als Retreatzentrum? Wo wäre der Schreinraum? Wie viele Schlafzimmer wären da? Wie viele Leute können wir unterbringen? Wo wäre der Speisesaal? Ist da genug Raum für Studien und Räume? Wie viel Umgebungsland ist da? Wie ist die Lage? Und man lässt sich dann richtig darauf ein mit der Vorstellungskraft. Und dann haben wir oft ein Angebot gemacht und dann wurde das oft nicht angenommen. Oder wir haben gemerkt, dass die Immobilie doch nicht wirklich brauchbar war als Retreatzentrum. Und wir hatten immer wieder zu arbeiten mit dieser Enttäuschung, die wir dann empfanden. Wir hatten uns darauf gefreut, da eingedacht und dann hat es nicht geklappt. Also das war wirklich eine der Sachen, mit der wir arbeiten mussten. Dieses Gefühl von immer wieder Enttäuschung, immer wieder neu anfangen. Wenn ich zurückgehe zu der Herausforderung, die ich schon genannt habe, dass wir wenig Geld hatten, wir waren fest entschlossen, dass wir fundraisen wollten. Und von diesem Geld vom Fundraising und von unserem Retreat-Einkommen haben wir nur genug Geld genommen, um unsere Miete zu bezahlen, unsere Lebensmittel und jeder einzelne 10 Pfund Taschengeld pro Woche. Aber wenn ich zurückschaue und mich frage, war das schwierig damals? Ja, irgendwie schon. 10 Pfund pro Woche ist nicht viel.
konnte man nicht mal einen Veggie-Burger von kaufen. Aber wir wussten, dass so viele Leute für uns Spenden gesammelt hatten. Wir hatten so viel Unterstützung aus der ganzen Gemeinschaft. Es war hart und gleichzeitig waren wir so inspiriert von der ganzen Unterstützung, die wir erhielten. Manchmal schickten uns Leute Lebensmittelpakete. Und ich erinnere mich an Anjali, eine unserer Gründungsmitglieder, die vor ein paar Jahren gestorben ist. Sie ist jede Woche für uns einkaufen gegangen. Und ich weiß noch, wie aufgeregt und froh sie war, wenn sie irgendwie so ein Sonderangebot gefunden hat, irgendwas Leckeres, was günstig im Angebot war. Also das waren einige der Herausforderungen, die Suche nach einem passenden Objekt und Geld. Und im Sommer von 1994 hatten wir das schon ein paar Jahre so hinter uns. In dem Sommer hatten wir 3 Immobilien, die uns gut gefielen und wir haben für alle 3 Angebote eingereicht. Wir waren sicher, eine davon würde sicherlich funktionieren. Und ich weiß noch, wir waren auf dem Weg zu einer Ordination und ich weiß noch, wie Samatha kurz in der Telefonzelle sprang, unseren Makler anrief und feststellte, dass wir alle 3 Objekte nicht bekommen haben. Und wir waren so enttäuscht, wir waren furchtbar enttäuscht. Wir hatten so lange schon gesucht. 3 Jahre waren wir schon auf der Suche gewesen und hatten das Gefühl, wir müssen jetzt wieder ganz von vorne anfangen. Aber plötzlich, ganz unerwartet, ein Ordensangehöriger, ein Freund von uns, erzählte uns, dass sein Vater beruflich mit einem Immobilienobjekt in den Brecon Beacons zu tun hatte, was jetzt zum Verkauf stehen würde. Wir sind sofort aufgebrochen, haben es uns angeschaut und haben es gekauft. Das war Aberclydach House, was dann Tiratnaloka wurde. Zum Glück war da wenig Renovierungsbedarf und wir konnten schon bald unser erstes Retreat leiten. Aber die nächste Herausforderung war, ein Retreatzentrum am Laufen zu halten. Keiner von uns hatte Erfahrung damit. Wir haben ein Gebäude gehabt, was wir nicht gut kannten. Wir mussten lernen, wie das alles funktioniert. Wir mussten ein Retreat-Programm auf die Beine stellen, entscheiden, welche Retreats wir leiten, das Material für die Retreats vorbereiten, die Anmeldung verwalten. Und es war so ein ganz kleines Team nur. Wir waren 6 zu dem Zeitpunkt. Es war so herausfordernd, diese ersten Jahre. Und gleichzeitig waren wir so froh, dass wir einen Ort gefunden hatten und dass wir endlich loslegen konnten. Unsere Inspiration bei dem Ganzen war, dass wir Retreats anbieten wollten, einen Ordinationsprozess, der für Frauen so stressarm wie möglich ist, dass sie einfach auf Retreats kommen können, ihre Praxis vertiefen können, Triratna besser verstehen können. Wir wollten den Frauen auf den Retreats Freundschaft anbieten. Und das ging dann weiter, bis sie irgendwann wirklich auf eine recht natürliche Weise ordinationsreif waren, ohne durch so einen schmerzhaften Auswahlverfahren durchzugehen. Stellen mussten, weil das Projekt so wirksam war, so gut funktionierte, führte das dazu, dass mehr Frauen um Ordination gebeten haben. Und das bedeutete, dass die Anzahl der Frauen, die auf Retreat kommen wollten, von Jahr zu Jahr immer mehr wurde, sodass wir sehr schnell gewachsen sind. Unser Programm musste wachsen. Und wir dachten, wie schaffen wir das? Denn Tiratnaloka war klein. Es ist ein sehr schöner Ort, schöne Umgebung in einem Nationalpark. Aber wenn man in einem Nationalpark ist, heißt das, dass die Bauauflagen sehr streng sind. Und wir hatten nicht viel Land. Es gab also, von Anfang an war es klein und wir hatten wenig Möglichkeiten, es zu erweitern.
Wir hatten vorher größere Objekte gesehen und auch günstigere, aber oft waren die in einem jämmerlichen Zustand gewesen, weil sie einfach verfallen waren. Vielleicht Löcher im Dach oder feucht. Und wir hatten einen befreundeten Handwerker, der uns geraten hatte, kauft kein Gebäude in schlechtem Zustand. Da werdet ihr so hohe Folgekosten haben. Als wir also Tiratnaloka fanden, hatten wir das Gefühl, das ist schon der passende Ort, weil er auch im guten Zustand war. Aber es hatte eben Begrenzungen mit der Größe. Und je mehr Frauen im Ordinationsprozess auf Retreats kommen wollten, mussten wir einfach immer mehr Leute irgendwie in die Retreats packen. Manchmal haben wir Taraloka gebeten, einige Retreats, Zufluchtsretreats zu übernehmen. Taraloka war immer sehr unterstützend. Wir haben beschlossen, unser Unterstützungsteam zu erweitern. Das hieß, dass wir ein separates Haus in einem Dorf in der Nähe kaufen mussten für dieses Unterstützungsteam. Dann haben wir das Ordinationsteam in zwei Teams aufgeteilt, um mehr Retreats pro Jahr anbieten zu können. Das heißt, für jede auftauchende Schwierigkeit haben wir kreative Strategien gefunden. Und immer mehr Frauen konnten an Retreats teilnehmen, konnten ordiniert werden. Und das hat uns inspiriert. Das war unsere Vision. Sangharakshita war immer sehr unterstützend. Er kam uns vielleicht ein bis zweimal pro Jahr besuchen, verbrachte Zeit mit dem Teams, hat mit uns Studium geleitet, hat uns unterstützt. Wir fühlten uns wirklich sehr unterstützt von ihm. Ein paar Jahre später kam er mal zu Besuch, also nachdem wir schon ein paar Jahre das Retreat-Zentrum betrieben. Und er schlug uns vor, dass wir die Ordinationsretreats ein bisschen länger machen sollten. Und wir hatten im Sommer kurze Retreats und er hatte die Vision, dass wir vielleicht längere Ordinationsretreats anbieten könnten im Ausland, außerhalb von Großbritannien, sodass die Ordination in einem ganz besonderen Ort stattfindet mit mehr Zeit. Und wir hatten damals noch ein ziemlich kleines Team und das hatte sehr viel zu tun. Aber es ist uns gelungen, einen Ort zu mieten, Il Convento in der Toskana. Und dort konnten wir so 6- bis 7-wöchige Ordinationsretreats anbieten im Sommer, über 6 Jahre ungefähr. Und das war ganz besonders dort. Das war ein schöner Ort und das Gefühl, wirklich ganz woanders zu sein. Aber es war eine Menge Organisationsaufwand. Tiratnaloka hat auf unsere Tiratna-Gemeinschaft so eine starke Wirkung gehabt. Ich habe jetzt keine Statistiken zur Hand. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele Frauen ordiniert wurden, seit wir Tiratnaloka haben. Aber es sind viele. Und das war die Erfüllung von der Vision, die wir hatten, die Sangharakshita hatte, den Dharma für immer mehr Menschen in der Welt zu öffnen. Meine Verbindung mit Tiratnaloka war zuerst mal 15 Jahre, wo ich dort gelebt habe. Ich bin 2005 von Tiratnaloka weggezogen, aber ich war weiter mit Tiratnaloka verbunden, weil ich Präsidentin wurde des Retreat-Zentrums. Die meisten Retreat-Zentren und Stadtzentren haben Präsidenten, die sie unterstützen als spirituelle Freunde. Ich habe mit dem Team Freundschaft gepflegt, sie regelmäßig besucht. Das habe ich bis 2017 gemacht. Und ich fand es immer so inspirierend, die Teams, mit den Teams zusammen zu sein, die nach meiner Zeit kamen. Ich fand es sehr ermutigend, sie zu sehen. Es ist auch sehr ermutigend zu sehen, wenn man den Staffelstab weitergeben kann, dass die Sachen weiterlaufen. Zu sehen, dass ein Projekt, das einem sehr am Herzen liegt, weiter wächst und dass es immer kreativer und ja, auf neue Weisen entwickelt wird. Und es war für mich sehr befriedigend, in dieser Rolle als Präsidentin sein zu können.
Ich bin also schon seit sehr langer Zeit mit Tiratnaloka verbunden und ich liebte es, dort zu leben. Ich habe eine sehr schöne Erinnerung an diese Zeit. Es ist daher recht schwierig für mich zu akzeptieren, dass wir jetzt vielleicht, dass die Zeit gekommen ist, dass wir diesen Ort, dieses Gebäude loslassen müssen. Das macht was mit mir. Ich bin schon seit 2, 3 Jahren nicht mehr dort gewesen, erst weil ich nicht so gesund war und dann wegen der Pandemie. Aber ich kann Tiratnaloka vor meinem inneren Auge so klar sehen. Ich kann die Gebäude mir vorstellen, den Schreinraum, den Stupa im Garten. Ich kann mich an die Einweihung dieses Stupa erinnern. Ich kann vor meinem inneren Auge die alte Eiche am Bach sehen, die kleine Brücke, den Blick über den Stausee, die Berge in der Entfernung. Ich habe so viele schöne Erinnerungen von meiner Zeit, als ich dort gelebt habe. Aber die Inspiration, um überhaupt Tiratnaloka zu begründen, war immer die Vision zu erfüllen, dass Frauen, dass Menschen die Bedingungen haben, um ihre Praxis vertiefen zu können, um Zuflucht zu nehmen, um in den Orden aufgenommen werden zu können. Und deswegen stehe ich vollkommen hinter dem neuen Projekt von Tiratnaloka Unlimited, dass wir einen größeren Ort finden, für ein größeres Team, ein Ort, der es allen Frauen, die möchten, ermöglicht, auf Retreat zu gehen. Und ich kann dieses neue Projekt natürlich vor meinem inneren Auge nicht so klar sehen. Aber es wird passieren, wir werden einen geeigneten Ort finden. Und ich hoffe, wir können alle zusammenarbeiten, um daraus Wirklichkeit zu machen. Herzlichen Dank, Tamadina. Vielen Dank. Da ist so viel Vision in dem, was du sagst. Vision am Anfang, Vision bis zum Ende, bis jetzt. Und es ist schön, ein bisschen von der Geschichte zu hören. Und dass wir das auch aufnehmen konnten, damit wir diese Erinnerungen bewahren. Danke dir dafür. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden eine kleine 5-Minuten-Pause haben. 5 Minuten bis 5 nach halb. Und dann werden wir 2 kürzere Vorträge hören von jeweils 10 Minuten über die Erfahrung von Frauen, die in Tiratnaloka praktiziert haben. Ich habe jetzt erstmal 5 Minuten Pause. Herzlich willkommen zurück auch auf Zoom. Ja, alle Leute kommen zurück. Das fühlt sich nach einem sehr, sehr reichen Nachmittag an und es ist noch mehr, was kommt. Wir haben einen wunderbaren Rundumblick auf die Geschichte bekommen und jetzt hören wir von 2 Frauen, von ihrer Erfahrung, wie es war, ordiniert zu werden in diesem Kontext. Ja, wirklich die Leute, die davon profitiert haben, die ihre eigene Erfahrung teilen. Denn es geht ja darum, um wirkliche Menschen, die praktizieren. Und jetzt werden wir von 2 Frauen hören, die über ihre eigene Erfahrung in diesem. Und unsere letzte Sprecherin ist Beth. Und sie hat kürzlich erst ihre Einladung bekommen zur Ordination. Und sie wird uns darüber erzählen, wie ihre Erfahrung war auf ihrem allerersten Ordinationsvorbereitungsretreat, wie das war.
Can everyone hear okay? Yeah. Kann jeder hören? Yeah, it's been really interesting today to hear sehr interessant. Women's retreat centers, über die Retreat, die Frauen-Retreat-Zentren Tara-Loka und Tara-Loka zu hören, weil ich auf beiden gewesen bin und hatte eine sehr bedeutungsvolle Zeit dort und habe davon profitiert. Ich war in Tara-Loka letzten Monat und in Tiratnaloka war ich das erste Mal im Januar und beide waren wirklich sehr, sehr toll und inspirierend. Und ich finde es toll, dass ich auf Retreats gehen kann und dass Frauen so harte Arbeit leisten, um Retreats machbar zu machen. Und es Frauen ermöglichen, auf Retreats zu gehen. Und es gibt so viele Möglichkeiten, die man gibt, die man machen kann. Als ich gefragt wurde, ob ich einen Vortrag halte, war meine erste Reaktion nein. Aber dann hat sie so langsam gefragt und mich ermutigt. Und das hat mich dazu hat mich überlegen lassen, dass ich meine Angst überwinden möchte. Und meine Angst zu überwinden ist meine Praxis. Und also habe ich ja gesagt. Worüber ich reden möchte, ist, wie der Dharma mein Leben verändert hat und mein Weg so für mich ging. And that was in myself and in other people. And I always felt a strong sense of compassion. Ich habe immer so ein großes Gefühl von Leiden und Mitgefühl erfahren, das mich sehr zum Dharma zog. Und dieses Gewahrsein von Leiden und Mitgefühl hat mich mit dem Manchester Buddhist Center verbunden. Also ich kam dann 2019 dazu. Und dann kam aber Covid. Und während der Online-Zeit in 2020 war ich noch mehr dabei und habe das mehr online auch wahrgenommen, die Angebote, die vom Manchester Buddhist Center gegeben wurden und fand alle sehr freundlich und sehr informell und wie die Menschen miteinander gesprochen haben, so offen, hat mich sehr überzeugt und inspiriert. Und auch wenn Leute das erste Mal dazu kamen, waren die doch sehr interessiert und würden viele persönliche Sachen teilen. Und das hat mich auch sehr inspiriert und hat es mir ermöglicht, das auch so zu machen und so eine Verbindung zu fühlen. Und das alles hat mir gezeigt, was ich bekommen wollte für mich und welchen Pfad ich gehen wollte. Also das erste Retreat, das ich besucht habe, war in Adhisthana in 2021 während des Lockdowns. Und das war ein Outdoor-Festival mit Camping. Und ich fühlte so eine, ja, so lebendig im Vergleich zu meinem Tag, zu meinem Leben zu Hause. Ich habe sehr die Ruhe genossen, die Zeiten des Schweigens, diese unterschiedlichen Konditionen, die ich da vor Ort hatte im Vergleich zu meinem Zuhause. Und das war ein großer Schritt für mich, denn so musste ich aus der Komfortzone raus und ich liebte es. Bald danach wurde ich Mitra und wurde sogar Young Buddhist
Koordinatorin. Und das war eine große Verantwortung für mich. Und ich habe Sessions geleitet. Habe junge Leute dazu geholfen, sich mehr zu engagieren, sie zusammenzubringen. Ich war dafür verantwortlich, sie zusammenzubringen, zu organisieren und spirituelle Freundschaften zu entwickeln. Und ich habe bei mir gemerkt, dass ich mich sehr verändere, mich transformiere, mein Selbstbewusstsein stieg, meine Kommunikation veränderte sich, mein Gewahrsein veränderte sich. Und ich habe tatsächlich viel gelehrt als Young Buddhist Koordinatorin. So now I've changed roles and I'm helping young people with their mental health in schools. Und das kannte ich von mir nicht. Und jetzt ist mein Leben doch mehr ganz anders geworden durch diese Aufgabe. Und das alles hilft mir auch, für mein Leben so mehr aufzurichten. Und letztes Jahr habe ich mich um Ordination angefragt. Ich war in Tiradnaloka im Januar und da gab es, da wurden Frauen auch, da waren Frauen, die noch nicht um Ordination angefragt haben, unter anderem ich auch. Und so konnte ich einfach sehen, was das bedeutet. Und konnte mit anderen Frauen, vier Frauen von Manchester, wir wollten auf dieses Retreat gehen, weil wir darüber nachdachten, ordiniert zu werden. Und das war eine Möglichkeit für uns, das mit anderen Frauen, die um Ordination angefragt haben, zu erfahren, wie so ein Retreat ist. Und als wir da ankamen, war das so eine inspirierte Zeit mit Karuna D. und den anderen Frauen. Und die erlaubten uns, die Räume auszusuchen, in denen wir schlafen wollten. Und sehr persönlich war alles und sie haben uns echt inspiriert und ermuntert. Und auf diesem Retreat ging es darum, wie Buddhismus sich in den Alltag integrieren lässt, oder die Dharma-Praxis. In terms of the Buddha's four sights that he saw, so he saw. Und da ging es auch um die vier Fahrten, worüber wir reflektierten. Und die, bei der vierten Fahrt ist das über den ganzen Menschen, um den Buddha, was er bekommen konnte, was ein Mensch bekommen kann. Und wenn er sich verändert, den spirituellen Pfad wählt. Und ich fühlte mich auch sehr stark damit verbunden und sehr stark und sehr, sehr stolz darauf, dass ich Buddhistin bin, mich so sehr. Und habe auch diese Frauen erlebt, die diese Retreats leiteten. Und das war für mich so eine Inspiration, dass ich meine Energie dazu nutzen wollte, um ebenfalls diesen Weg zu wählen. Und wollte meinen Weg auch so wählen und gehen. Und auf diesem Retreat haben wir auch noch dieses Gedicht verwendet und reflektiert. Und das sind die vier Geschenke. Also da geht es darum, Symbole. Und das erste Symbol ist eine Lotusblume, was die spirituelle Entwicklung gibt. Und dann das goldene Netz, die verbundene Sangha und dann hier rundtanzende Hirten.
Das repräsentiert den Orden. Etwas Freudvolles, das in einer Gruppe auch erfahren kann, werden kann. Und dann das vierte ist dann der Garten inmitten der Wildnis. Also etwas Wunderschönes zu kultivieren und Inspirierendes zusammen zu kultivieren. Und eine Einladung, sich selbst da mitzugeben und dazu beizutragen. Vier Geschenke von Sangharakta. Ich komme zu dir mit vier Geschenken. Das erste Geschenk ist eine Lotusblume. Verstehst du? Mein zweites Geschenk ist das goldene Netz. Kannst du es erkennen? Mein drittes Geschenk ist der Rundtanz der Hirten. Fühlst du deine Füße tanzen? Das vierte Geschenk ist der Garten inmitten der Wildnis. Könntest du dort arbeiten? Ich komme zu dir mit vier Geschenken. Magst du es, sie anzunehmen? Thank you very, very much indeed, Bear. Really, really wonderful. Vielen herzlichen Dank. Das war wunderbar. Ich fand es spannend, wie du dir selbst vorgenommen hast, dass du dich nicht von Angst stoppen lässt. Das finde ich großartig. Und indem du uns das gesagt hast, hast du uns ein Geschenk gegeben. So, we've had four wonderful speakers. It really has been so rich. I feel like wir hatten vier wunderbare Rednerinnen. Es fühlt sich schon lange an, dass dieser Nachmittag gestartet hat. Haben begonnen mit der Begründung von Taraloka. Ordination for women had died out and his whole being realizing there was something not right about that, you know. So it feels like we've sort of got back. Wir haben angefangen mit right up until the present moment. Mit der buddhistischen Tradition, wo Frauen nicht ordiniert werden konnten bis zu dem Punkt jetzt. Der letzte Teil unseres Nachmittags ist eine Gelegenheit für uns alle, zu helfen, diese Gärtnerinnen zu sein, die helfen, diesen Garten zu pflanzen in der Wildnis, in einer Welt, die das so dringend benötigt. Just thinking, you know, listen to Beth, just talking there. Just thinking, well, there's hundreds of women like Beth. Es gibt hunderte von Frauen wie Beth. Hunderte von Frauen, die ihr Leben als Geschenk darbringen möchten. Und das ist unsere Chance, wie wir helfen können, dass das passiert. Wie Damadina in ihrem Vortrag sagte, nach all dieser Suche nach dem Ort für Tiratnaloka, von Anfang an gab es schon das Gefühl, oh, das ist schon ein bisschen klein, der Ort hier. Und wir wissen, es ist jetzt viel zu klein. Tiratnaloka reicht nicht mehr von der Größe. Es gibt gerade Probleme mit dem Mikro. Tiratnaloka ist zu klein. Wir haben dieses neue Projekt ins Leben gerufen, Tiratnaloka Unlimited, unbegrenzt. Und was wir damit erreichen möchten, ist, dass wir die Inspiration von Frauen nicht weiter begrenzen möchten. Wir möchten die Frauen, die sich selbst verwandeln möchten, die die Welt verwandeln möchten. Wir möchten mit diesen Frauen zusammen diesen Garten schaffen. Ein Garten, in dem auch wir selbst wachsen können und uns transformieren können. Und dafür brauchen wir ein größeres Retreat-Zentrum, was hilft, das in die Praxis umzusetzen.
Das Wichtigste, was wir brauchen, ist als erstes einmal Geld. Denn wir haben alle anderen Sachen. Wir haben ein fantastisches Team. Ich lebe mit ihnen zusammen, dem Team von Theresa Luca, mit so viel Inspiration. Wir haben all diese Frauen, die dieses Projekt wirklich ganz herzlich angehen möchten, diesen Garten in der Wildnis. Wir haben all die schwierigen Sachen schon geschafft, diese tollen Leute zu haben. Wir werden doch nicht ein bisschen Geld uns daran hindern lassen, daraus was zu machen. Es ist nicht wenig Geld, was wir brauchen, 1,5 Millionen, aber ich möchte lieber fundraisen für Geld, wenn die Inspiration da ist, als wenn es andersrum wäre, wir hätten das Geld und nicht die Inspiration. Beth hat uns erzählt, wie gut sie das in Tiratnaloka fand und dass sie gerne nochmal ganz in nächster Zeit dort ein Retreat mitmachen möchte, aber all die Retreats sind für das ganze restliche Jahr ausgebucht. Ja, das wollen wir nicht. Wenn Frauen inspiriert sind, möchten wir, dass sie ein paar Monate später wiederkommen. Und bring deine Freundin mit. Wir brauchen also 1,5 Millionen Pfund. Wir brauchen mehr als das. Aber das ist das, was wir auf jeden Fall sammeln möchten. Wir haben schon 1,5 Million. In diesem Raum ist jemand, ich weiß nicht, ob ihren Namen sagen will, Surya Shraddha, die uns unsere allererste Spende für Tiratnaloka Unlimited gegeben hat. Sie war vorher hier, aber sie ist jetzt gar nicht mehr hier. Ich erinnere mich in dem Moment, die Freude. Damadina hatte uns ja erzählt, wie froh die waren, als sie die ersten 20 Pfund bekommen haben für Tiratnaloka. Und als wir diese erste Spende für diesen neuen Appell bekommen haben, und das war sehr viel mehr als 20 Pfund, hatten wir das Gefühl, so, jetzt gibt es keinen Weg zurück, jetzt ist das Projekt gestartet. Es gibt Menschen hier in dem Raum und woanders, die für uns Fundraising betreiben. Dayanandi hat ein ganzes Projekt gestartet. Es gibt jetzt eine Sponsorenwanderung, die passieren wird. Es gibt einen Kunstverkauf, wo Leute Kunstwerke verkaufen. Eine andere Frau hat an ihrem Geburtstag Geld für uns gesammelt. Worum ich euch alle bitten möchte, alle, die in diesem Raum sind, alle, die in Deutschland auf Retreat sind, alle, die jetzt online sind, könnt ihr etwas spenden. Als wir dieses Projekt begonnen haben, haben wir alle Ordensmitglieder bei einem Konvent gebeten, uns Geld zu geben und haben sogar einen Vorschlag gemacht, ob sie uns vielleicht 1,000 Pfund geben können. Wie wäre es, wenn wir alle hier in diesem Raum 100 Pfund oder 100 Euro spenden könnten für dieses Projekt? Für diejenigen von euch, die mehr geben können, ist das natürlich wunderbar. Oder wenn euch ein Projekt einfällt, mit dem ihr Spenden für uns irgendwie generieren könnt, dann ist das natürlich wunderschön. Lasst euch absolut nicht begrenzen durch den Vorschlag von 100 Euro. Oder wenn du weniger geben kannst, das auch. Alles ist willkommen. Die Leute, die hier vor Ort in Manchester sind, haben auf ihren Stühlen eine Karte. So sieht die aus. Und ihr könnt da drauf schreiben, ob ihr etwas geben möchtet, wie viel ihr geben möchtet. Und ihr könnt den unteren Teil uns lassen und den oberen Teil könnt ihr mit nach Hause nehmen, ein Bild mit glücklichen Frauen auf einem Ordinationsretreat.
Und wir werden beim Ausgang eine Spendenschale haben, in die ihr eure Karten dann legen könnt. Wenn ihr bei Zoom dabei seid, dann könnt ihr im Chat euch den Link anschauen. Schaut einfach im Chat, da ist ein Link und ihr könnt einfach draufklicken. In Germany, perhaps, you can think, because you won't be going online, of course, because you're on retreat. You can think of an amount you want to give. Für diejenigen, die gerade auf Retreat sind und die jetzt natürlich nicht online gehen können, können einfach auf ein Stück Papier schreiben, was sie spenden möchten. Und warum wir das tun, ist, wie wir das machen wollen, ist, dass wir ein Mantra gemeinsam singen möchten, das Mantra von Avalokiteshvara, O Mani Padme Hum. Avalokiteshvara ist ein Symbol für unseren Orden, denn er hat 1000 Arme, die in alle Richtungen greifen, wie ein Gärtner, der in allen Richtungen aktiv ist. Denn wenn wir ordiniert werden, dann ist das nicht nur etwas, was wir für uns selbst machen, sondern um eine Kraft des Guten in der Welt zu sein. Was hat all uns dazu gebracht, diese ganze Arbeit in diese Projekte zu stecken? Damadina, Dayanandi, mit wenig Geld zu leben, all die Dinge, die wir auf uns genommen haben. Was hat uns motiviert, all das zu tun? Was motiviert all die Frauen in Tiratnaloka jetzt, dass sie so hart arbeiten, um den nächsten Schritt zu unternehmen, damit wir wirklich so groß werden, dass wir niemanden zurückweisen müssen? Im Moment müssen wir Leute zurückweisen, weil wir nicht genug Platz haben für Retreats für alle. Und dieses Mantra, was wir jetzt hören, repräsentiert diese 1000 Arme, mit denen wir in die Welt hinausreichen möchten. Und in der Zeit könnt ihr, wenn ihr möchtet, ein Spendenversprechen, eine Spendenzusage machen. Good. So when Dianand is ready, we'll have the mantra, and then when the mantra fades away, we'll just have a few concluding words. Wir werden also das Mantra haben, was euch Zeit gibt, darüber nachzudenken, vielleicht etwas zu spenden, und danach kommen wir nochmal zusammen für Abschlussworte.
Ich habe die schöne Aufgabe, allen zu danken für einen ganz besonderen Nachmittag. Es war sehr schön. Ich möchte all unseren fantastischen Rednerinnen danken. Wir haben viele Jahrzehnte in unserem Orden durchlebt, angefangen mit der ersten Ordination einer ersten Frau in unserem Orden, bis zu Beth, die erst vor einem Monat um Ordination gebeten hat. Das ist so eine wunderbare Weise, den Internationalen Frauentag zu begehen. Ich danke also noch einmal an Dayanandi, die uns nach Taraloka gebracht hat, in unserer Vorstellungskraft. Vielen Dank an Damadina online. Oh, ich habe das gar nicht gesagt, aber es ist ihr Geburtstag heute. Das war sehr großzügig, dass sie den mit uns verbringt. Herzlichen Glückwunsch an Damadina. Und ich fand die beiden persönlichen Geschichten von Nishala Shri und Beth sehr inspirierend. Nishala Shri musste schon wieder gehen, weil sie nur für kurze Zeit einen Babysitter hatte. Es war so kreativ an dem Team, dass es möglich gemacht hat, dass sie zu der Zeit ordiniert wurde, wo sie ordiniert wurde. Und ich möchte auch ganz besonders Subhadramati danken. Es war eine Freude, dich hier zu haben. Was schön, die letzten 24 Stunden miteinander zu verbringen. It's been a real joy to have Subhadramati here. The Sangha has really, really enjoyed her presence. And ja, unser Sangha hier in Manchester hat deine Gegenwart sehr genossen und du hast diese Veranstaltung, dieses Event auch so schön gehalten. Und ich finde deine Arbeit für dieses neue Projekt Tiratnaloka Unlimited, das Fundraising und all das, ich finde das so inspirierend, wie du dich da reingibst. Subhadramati is heading back for the train now. She's going back to her country residence for the next couple of weeks before she heads off for a 3-month ordination. Von hier aus wird sie nach Hause gehen, bevor sie dann zum nächsten Retreat weiterfährt. Und deswegen geben wir nur einen kleinen Blumenstrauß, weil sie jetzt gleich in den Zug steigen wird. So, thank you to everyone here in Manchester and thank danke an alle hier in Manchester. Danke an die 50 Leute, die im Moment online dabei sind oder vielleicht mehr, 60, 70. Schön, dass Frauen aus Bimaladatu mit uns hier waren. Oh, thank you. Sorry. And thank you very much for the amazing job that the translators did. Danke für die gute Arbeit der Übersetzerinnen, auch wenn manche von uns zu schnell gesprochen haben. Danke für die harte Arbeit. Und danke an unsere technische Unterstützung, Sangadhara und Dayaketu. Vielen Dank, wie immer ist das eine Teamanstrengung, so etwas anzubieten. Und denkt daran für die vor Ort, dass ihr etwas in die Schale legt und die anderen online. Und einen schönen restlichen Tag wünsche ich euch.